Hallo, hallo, herzlich willkommen. Hallo Gunnar, der hier rumnervt. Ja, ich brauch die Wii U. Du kommst jetzt nicht an die Wii U. Ja, ich brauch ja, dann nimm dir die jetzt. Wenn du hier irgendwas berührst, flipp ich aus. Herzlich willkommen zu Point and Chic mit Gunnar, der durchs Bild rennt. Hauke flippt immer aus. Ja, wir hatten schon ein bisschen technische Probleme, es hat so lange gedauert. Und jetzt geht auch der Kontrollmonitor nicht. Aber das machen wir gleich in der Pause, so schlimm ist es auch nicht. Hallo Regina. Der Kontrollmonitor geht nicht. Steckt das Kabel nicht drin? Das HDMI-Ding? Hat sich jemand rausgerupft? Wegen Bonjour gestern? Das machen gerne mal Leute. Guck mal, das war's schon. Ach, widmen wir uns in der Pause. Ich schaffe das jetzt auch eine Sekunde ohne Kontrollmonitor, glaube ich. Ich mache mich einfach selbst hier im Stream an. Ist auch toll. Nee, ist alles gut. Macht einfach die Türen bitte zu und dann machen wir es in der Pause. Machen wir in der Pause. Mach einfach Tür zu und wir machen es in der Pause. Nee, machen wir in der Pause. So, toll, da sind wir wieder. Jetzt ist alles schön. Und los geht's mit Point and Chic. Heute nur mit mir, also nur mit Point, wobei eigentlich war der Gag ja, dass ich Chic bin. Also eigentlich war die Idee mal, dass ich ein Chic-T-Shirt trage und Sophia ein Point-T-Shirt. Wir spielen das beste Spiel der Welt, Sam & Max. Haben wir Ton? Ich hoffe. Ich guck mal eben, ob ich hier Ton habe. Hä? Warum rennt der weg? Nee, ich habe hier keinen Ton. Hm, ach, der Fernsehton ist bestimmt noch leise. Ach Mann, ey, das muss ich... Ach ja, ich sag ja, der Fernsehton ist bestimmt leise. Ja, sorry, wir haben heute ein bisschen mit technischen Problemen noch zu kämpfen. Da ist er doch, der Ton. Haha! Überhaupt kein Problem. Los geht's. Tschüss. Nun, das war's. So, wir spielen weiter, Sam & Max. Wir haben letztes Mal, sind wir zum Wollknäuel hier gegangen, haben uns jetzt hier umgesehen und was wir auf dem Schirm hatten ist, dass wir ganz, ganz gerne eigentlich mal gucken wollen, wie wir es schaffen, in den Fisch zu kommen, der hinten ist. Für alle, die nicht zugeguckt haben, ist es natürlich ein bisschen schwer, an die Story anzuknüpfen, aber es gibt da so einen Angler und der hat da so einen riesigen Fisch und da kann man reinkrabbeln in den Fisch. Und ich habe die Hoffnung, dass wenn wir da reinkrabbeln, dann so ein Helikopter kommt. Wir müssen das Auto ja benutzen. Dass der Helikopter dann kommt und wir dann da mitfahren können. So, wo war der? Da war ein Fisch. Und wir haben jetzt einen Schraubenschlüssel gekriegt, wobei ich ein bisschen die Befürchtung habe, dass wir den Schraubenschlüssel noch gar nicht benutzen können, weil der verbogen ist. Hier, da ist der Angler. Gott, ist das Spiel großartig. So, jetzt müssen wir hier... Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Das ist so, zack, 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 zack. Zack, Entschuldigung. So, los geht's. Da. Ach, geht auch so. Das klappt ja vorzüglich. So, jetzt müssen wir da reinkrabbeln. Denn da kommt so ein Heli, der holt die Fische ab. Und ist ein bisschen wackelig hier drin. Ach, jetzt geht er wieder raus. Nee. Wie krieg ich's denn hin, dass das losbricht? Ist ein bisschen wackelig hier drin. So. Jetzt die Frage, wie kriege ich denn jetzt hin, dass der... Ach, jetzt geht er wieder raus. Er ist nicht mein Typ. Ach, ich weiß. Ich muss bestimmt da rein, dann mit Sam reden. Ja, mit Max reden, Entschuldigung. Ist ein bisschen wackelig hier drin. Bist du genauso verwirrt wie ich? Sogar noch mehr. Ich bin aufgeregt. Ist das nicht? Warum heißt dieses Spiel überhaupt Carbomb? Damit man uns vor Gericht nicht die Hosen ausziehen kann. Aber du trägst doch gar keine. Erinnere mich bloß nicht. Du siehst gesund und rüstig aus, Kleiner. Ich bin kaffeesüchtig, Sam. So, Moment, ich probiere mal was anderes. Ich hab mal... Nun, ich schaue nebenbei natürlich immer in den Chat. Ich guck aber nicht so oft, weil ich ja immer nicht filtern kann, ob ihr es schon wisst. Sie fragt, kann ich Max benutzen?
Hey, Max. Ah, komm ja. Her. Platz da. Ha! Uiuiui. Man muss die Geschicklichkeit bewundern, mit der sich die gerissene Überforelle an ihr Opfer heranpirscht. Diese Erfahrung gehört eindeutig zu den 10 ausgeprägtesten in meinem Leben, Sam. Heilige Makrele. Ich bin eine Forelle, Blödmann. Heilige Forelle? Ich dachte immer, du wärst aus Plastik. Wieso müssen wir denn ziehen? War sich nicht sicher, ob das schon ein Biss ist. Auch die Musik ganz großartig. Ja, ich hab laut genug. Alles gut. Oh! Oh nein! Ist er tot? Was sollen wir nun tun, Sam? Ich überlege noch. Warten. Was war das für ein Geräusch? Hörte sich so an, als hättest du zu viel Chinesisch gegessen, Sam. Gott, ist das Spiel gut, ey. Guck mal, wie toll auch die Hintergründe sind. Der Stil und alles, super Spiel. Oh. Ha! Los geht's. Und jetzt kommen wir nämlich oben auf dem Turm auf die andere Seite, wo wir eigentlich nicht hin konnten, wo der Typ steht, der die Fische verarbeitet. Wir können mit dem reden und von dem kriegen wir, weiß ich noch nicht. Boah, 3D-Animation ohne Ende. Ja, sagt auch hier der Moonwalker, sagt im Chat auch gerade, dass er, nee, nicht der Moonwalker, Entschuldigung. Der Lightning U, dass ein neues Sam & Max richtig cool wäre, wobei ich, und auch, ja, du siehst es wie ich, die neuen waren cool und so, aber bleiben dann doch vom Humor und dem Stil hinter dem alten zurück, aber LucasArts ist eben nicht mehr, leider. Oh, jetzt wurde ein größeres Messer bestimmt, ne? Ich sagte doch, ich hätte einen Plan. So, da unten war das Wollknäuel noch. Frage, gehen wir jetzt da rein einfach? Ne, nicht Max nehmen. Was soll das? Nein. Aber doch, vielleicht kann ich tatsächlich, wenn ich Sam benutze, an das Seil kommen. Hey Max, ich habe noch einen Plan. Ich glaube, ich hätte es lieber, wenn du einfallslos wärst. Halt's Maul und kletter über das Geländer. Großartige Idee. Siehst du, es ist nichts passiert. Was habt ihr hier zu suchen? Alter! Sonst noch irgendwelche Geistesblitze? Lass uns anfangen, wie Babys zu scheinen. Oh, oh. Galileo hatte Unrecht. Ich glaube kaum, dass wir uns in einem Vakuum befanden, Max. Wie bekommen wir unser Auto jetzt wieder? Wir warten einfach. Okay, habe ich jetzt das Seil? Oh ja. Das sind 91 Yards Wollfaden. So, jetzt die Frage, was mache ich damit? Ich glaube, ich fahre einfach erstmal zu dem Alligator-Paradies da, oder was das war. So, hier fahren wir hin. Okay. Alligator Golf oder was ist das? Ja, Gator Golf. Nice. Dunk the Beast. Ach, das ist geschlossen. Oh, da oben ist ja auch was. Und nicht hier hin. Ach, das ist Max. Oh, hier. Hallo. Ups. Aus Versehen nicht gerafft, dass ich schon drauf bin. So, zack. Es geht mich ja nichts an,
Aber was brachte dich darauf, Alligatoren und Golf zu kombinieren? War nicht meine Idee. Tatsache ist, dass das hier mal ein Minigolfplatz war. Ach, dann Quatsch. Damals, 89, überflutete der Sumpf die Anlage, samt Windmühlen und dem ganzen Kram. Und dann saß ich da mit einem halb unter Wasser gesetzten Minigolfparcours inklusive 6 Meter langen Alligatoren. Ich hasse es, wenn so etwas passiert. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Also baute ich den Parcours in einen Übungsplatz um. Das hier müsste doch bei den Jugendlichen gut ankommen. Das tat es auch, bis wir dieses Problem mit dem Kind der Jenkins bekamen. Das Gericht zwang mich dazu, meinen besten Alligator einzuschläfern. Oh. Nun, was kann ich für euch tun? Fragen wir mal. Welches Handicap schafft hier der durchschnittliche Yeti? Yeti? Fang mir bloß nicht mit Yetis an. Oh, ich sehe da gerade was. Ich hatte einen Yeti. Er war meine Hauptattraktion. Ich fange an, einen roten Faden in der Geschichte zu sehen. Und was hat mir das eingebracht? 10er und 20er? Ich habe, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee gerade. Er rannte davon. Hat ihm jemand geholfen? Nun, jemand muss ihm den Schweißbrenner gegeben haben, den er brauchte, um sich von seinen Knöchelbändern zu befreien. Ja, nicht wundern, wenn ich nicht viel rede. Ich will immer nicht die ganzen Konversationen kaputt labern. Okay. Ankerketten. So, fragen wir noch nach dem komischen... Was hältst du von Conroy Bumpus? Conroy Bumpus? Er ist mein Idol. Ach, ich habe all meine Kinder und Haustiere nach ihm benannt. Ich habe ihm zu Ehren einen Altar aus Bierbüchsen in der Garage errichtet. Ich lebe nur für den Tag, an dem ich ihm leibhaftig begegne. Warum fragst du? Nur so. Ja, machen wir die Ente noch Pflicht. Ich habe so einen Drang, mir eine Tasche zu kaufen. Ich hoffe für dich, dass das nicht der Anfang eines Witzes war, Stadtjunge. Hat er mich angespuckt? Geh nicht weg. Wo sollte ich hingehen? So, hier ist nämlich was. Und als wir auf das Wollknäuel geklickt haben, hat er nämlich gesagt, dass wir damit... Also, oh, das ist so ein Greifer, ne? Es ist eine kaputte Golfballzange. Kaputt. Was soll's? Das geht! Es ist eine kaputte Golfballzange mit einer abgetrennten Hand dran. Ich weiß nämlich schon genau, wo wir das benutzen. Erstmal gucken wir uns hier um. So. Ich will mich Max, nämlich immer umschauen. Lass uns gehen. Wie gehen? Und der Geschäftsführer weiß nicht, was mit diesem Yeti passiert ist? Das hat er gesagt, Mr. Bumpus. Weißt du, Lee Harvey, ich fange an zu glauben, dass ungeheure, unsichtbare Kräfte mich an meiner Mission hindern wollen. An sowas denkte ich auch schon. Denkte? Hey, guck mal, es sind diese, wie war das nochmal, Sam? Neandertaler? Ja, Neandertaler. Was bist du überhaupt? Präsident des Haarclubs für kleine Leute? Das ist Mr. Conroy Bumpus, berühmter Country-Western-Star. Ihr solltet ihm besser etwas mehr Respekt entgegenbringen. Für mich sieht er wie ein schmieriger Zuhälter aus. Und ich wette, seine Glatze juckt ganz fürchterlich unter dem schlechten Haarteil. Vielleicht solltest du mal in den Spiegel schauen, du Fusselhintern. Ja? Ich glaube, ich habe mehr Haare an meinem fusseligen Arsch als du auf deinem heiligen Country-Kopf. Okay, das ist genug. Niemand macht Witze über mein Haar. Ey, der klaut den Schläger. Halt still, du räudige Polarkatze. Oh nein. Der wirft den doch bestimmt da hinten in das Viel Ding. Viel Spaß, Boss. Wer sich dabei noch freut. Was für ein Arsch. Aber trotzdem, netter Schlag mit dem Fünfer-Eisen. Ich habe Angst, Sam. Das ist natürlich jetzt relativ naheliegend, was ich tun muss. So, und wie schlage ich jetzt? Hä?
Wie muss ich denn das jetzt steuern? Irgendwas raff ich an der Steuerung offensichtlich nicht. Ah. Aha. Vorwärts! Nachdem, ich muss sagen, jetzt hat der Chat geholfen. Ich habe nämlich eine Idee, was ich tun muss. Also ihr habt Fischeimer gesagt und ich kann mir schon vorstellen, dass ich die Fische da reinschieße, damit die Alligatoren dann dahin schwimmen und man einen Weg hat, um dahin zu gehen. Ja, aber irgendwas klappt hier mit dem Schwingen nicht. Sorry, Leute. Ach, okay. Ich habe Angst, Sam. Zack. Ich kann gleich mehrere stecken. Der muss dann hier hin. Achso, ich muss erstmal immer einen. So, jetzt geht's. Alles klar. Schlonk. Hä, warum ist der da jetzt ganz... Ach, der schwimmt dann immer noch weiter, als der Fisch war. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir jetzt hier hin. Flonsch. Ich glaube, es dauert jetzt ein Weilchen, ne? Das sieht doch nicht übel aus. Und den machen wir jetzt hier hin. Ja, Angeln habe ich ja auch immer gerne gemacht. Ich war ja in Schweden im Urlaub und da kann man Hechte so schön fangen. Und ich dachte immer, ich mag gar keinen Hecht. Sophia ist unterwegs, sagt das jemand? Nö, ich glaube nicht, dass Sophia in Wirklichkeit... Oh Mann, das ist falsch gemacht? Nee. Das müsste doch so gehen, oder? Ich glaube, der muss noch... Vorwärts! Werbung sind wir schon. Ach, weil wir so spät angefangen sind, ne? Na gut, dann machen wir Werbung. Aber sei mal ehrlich, ich mache einfach mal weiter, denn das ist jetzt nicht so mega spannend, wie ich jetzt hier die Fische schieße. Deswegen, ich verspreche euch aber, ich gehe noch nicht rüber. Also, bis nach der Werbung. Ich freue mich drauf. Und ich habe noch einen Gewinn.